Hey Leute, ich bin's SCK, der Dazog und der Finn sind auch da heute. Hallo. Hallo, ja. Und das ist ein neues Segment. Ihr habt eigentlich, wir haben vor kurzem eine Trailer-Analyse, naja, vor kurzem, zum Super Bowl-Trailer von Transformers Age of Extinction gemacht und der ist bei euch sehr gut angekommen, wirklich sehr gut im Vergleich zu allem anderen. Und deswegen haben sie gedacht, gut. Und deswegen haben sie gedacht, wir machen ein neues Segment und zwar über Filme. Das sind die Trailer-Analysen. Wir machen auch daneben noch Film-Reviews. Aber jetzt mal zu den Trailer-Analysen. Ganz simpel, wir sagen euch, was wir zu dem Trailer halten. Und dieses Mal der offizielle Teaser-Trailer, der damals, ich glaube, Anfang März erschienen ist. Jo, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, oder? Damals, 1941, ist er erschienen übrigens. Ja, genau. Für die Leute, die es noch nicht wissen. Ja, richtig. Dann fangen wir einfach mal an. Jo. So, du schaust ja noch. Ja, ja. Dad, du kannst nicht ständig Geld für Schrott ausgeben. Steillager nutzen. Dieser Schrott hier bringt dich durchs College. Irgendwas hier drin muss dieser Familie doch Geld bringen. So, Leute, es fragt. Jetzt sag mal, was in dir steckt. Gleich kommt mein erster Moment. Was ist mit dir passiert? Hier, das ist kein normaler Stahl. Okay, warum ich jetzt schon bremse, ist mal, ich möchte mal ein bisschen über die Stimmen reden, die Synchronisationsstimmen, die man hier benutzt hat. Naja, also ich will, ich muss sagen, die Frau, also die, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, die Frauenstimmen finde ich ganz okay, ehrlich gesagt, die finde ich nicht so schlimm, wie ich es mir damals gedacht habe im Super Bowl Trailer. Aber was wieder mal typisch ist für die deutschen Synchronstimmen ist, wenn man sich das englische Original anhört und Mark Wahlberg diesen Satz mit "Das ist kein normaler Stahl" sagt, das hört sich so ein bisschen, ich würde mal sagen, der bringt das emotional rüber, wie als würde er das wirklich selbst glauben. Die deutsche Stimme hört sich hier so an, als wirklich, als liest sie das vom Papier runter. Es ist einfach nur so, das ist, glaube ich, ein nicht normaler Stahl. Oh mein Gott. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ein bisschen künstliches Gefühl da schon rein. Ja, aber das Problem ist einfach teilweise, dass die deutschen Synchronisationen einfach sie anhören, als die kommen teilweise nicht echt rüber. Das ja, finde ich halt. Kennen wir was, ne? Wir kennen es auch aus einem anderen Spiel, ne? Moment, ich möchte nur kurz noch eine kleine Probe geben, die für mich eindeutig zeigt, dass es überhaupt gefühlslos ist. Moment. Ich glaube, das ist nicht mal ein Truck. Moment. Ich glaube, das ist ein Transformer. Seriously? Wenn man Transformer... Das hat mich schon im originalen Trailer ein bisschen genervt. Ich weiß nicht, wie lang das jetzt nach dem dritten Film ist, aber ist es so normal, dass man einen Transformer als Auto findet, dass jemand sagt, ich glaube, das ist ein Transformer. Ganz ehrlich, das hat sich im Englischen schon komisch angehört. Ich weiß nicht, wie das in der Geschichte gehandhabt wird. Auf jeden Fall, klar ist, dass Mark Wahlberg ihren Vater spielt, der Autos auseinanderlegt und damit Geld für Studium sammelt. Wenigstens mal eine neue Idee. Ja, verkauft Schrott unter Eisenteile. Ja, genau. Und was mir auffällt, ist, dass man, das, also zumindest bis jetzt finde ich keine Love Story irgendwie. Und ich bin sehr happy darüber, ganz ehrlich. Ja, das ist echt, das ist immer das mit Megan Fox und Carmen. Ja, Gadunka? Ja. Kennst du Mark Wahlbergs Fastfood Restaurant? Nein. Weißt du, wie das heißt? Nee. Wahlburger. Ha, geil. Es war jetzt mal so richtig random, aber ist ja egal. Aber wie gesagt, es ist eine Story, die mal, ja, sie ist mal ein bisschen wenigstens was Neues. Eben, nicht immer eine Love-Story zwischen dem Fox und dem Karl. Aber der dritte Teil, der Anfang, war ja schon fast nicht mehr Love, sondern irgendwie leicht Soft-Porn. Ja, aber das ist halt, vielleicht machen wir ja auch noch eine Review zum dritten Transformers. Schauen wir mal,
Aber. Der hat den. Ja, jetzt schon nach dem vierten machen wir über den dritten, ne? Ja, schau mal jetzt mal. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir weiter mit dem Trailer. Aber wie gesagt, wir wissen, dass Optimus Prime sich irgendwie in einen Rost, in so eine Art Modus ist, wo er ausgeschalten ist. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat, ist mir nicht klar. Aber der Grund dahinter wird gleich erklärt. Ja, ich sag's nicht. Kommt gleich. Moment. Wow. Ich frage Sie das nur einmal. Wo ist Optimus Prime? Die Stimme. Das hat sich so scheiße angehört. Naja. Wo ist Optimus Prime? Ich würde mich mit einem Texaner lieber nicht anlegen. So, bevor diese Szene jetzt kommt, nur kurz mal eine Standardfrage an euch alle. Was ist der Grundsatz der Primes? An mich jetzt? Ja, an alle, ja. Leben respektieren? Nein, keine Dings da, Menschen. Keine Lebensformen auslöschen. So, das ist, da kann, ich habe in Kommentaren gelesen, ein paar, ja, das ist nicht Optimist, also Leute, das ist zu 100%, das ist zu 100%. Ersten Blick, das ist Optimus. Ja, und warum wir uns aufregen? Er schießt sie aber so eindeutig ab und erzählt mir nicht, dass das überlebbar ist. Seriously not. Naja, ist halt, also man merkt halt schon im Trailer ein bisschen ein paar Widersprüche wieder mal, die, ne, obwohl das ist ein sehr großer Widerspruch im Charakter, aber naja. Ja, und dann auch noch die Sache, dass dieser Vorsatz von Primes da alles Leben zu beschützen ist. Und da. Naja. Ich meine, wenn wir uns an den ersten Film erinnern, da wird er ja auch angegriffen von den. Secret Service und. Ja, da wird Bumblebee. Ja, genau, aber trotzdem, sie kämpfen nicht gegen sie. Jetzt scheint das eigentlich so, ja, Fakt ist. Aber ist ja egal, machen wir mal weiter. Warum die das machen. Ja, nur das mal so. Nebenbei finde ich ein bisschen, naja. Eine neue Ära hat begonnen. Die Zeit der Transformers ist vorbei. Kapierst du es nicht? Wir brauchen euch nicht mehr. Es scheint so, als wollen die. Der Kerl das gesagt hat, so kapier es nicht so richtig, der Patente, ich bin der Bossman. Naja, das kommt natürlich. Wenn der Optimus den einem aufs Maul haut, dann fliegt er aber 5000 Meter weiter durch 5 Wände durch. Naja, aber es scheint so, die Anfangsgrundstory zu sein, dass die Menschen die Transformers jagen, also die Autobots in dem Fall jagen und sie auslöschen wollen. Und ja. Da gibt es ja eine ganz interessante Theorie, die jemand aufgestellt hat, die ich sogar ganz realistisch finde. Denn wenn man nämlich, ich spule das mal zurück, das stimmt wirklich, könnte tatsächlich passen, auch wenn es sich total crazy shit anhört. Moment, YouTube muss nachladen. Es gibt nämlich bei dieser Szene, wo sich Bumblebee transformiert, ihr wisst das, wo er dann zu Stinger schaut, diesen roten Transformer. Das ist ein Museum, in dem die. Ja, genau. Und wenn man da nämlich guckt, ist nämlich, ich muss noch ein bisschen zurückspulen, Moment, ich habe sie ganz gut, ja, okay. Da, wo er sich transformiert, da ist der Bumblebee noch in seinem alten Automodus. Ja. Und man sieht im Hintergrund ein Bild, wo sein Kopf abgebildet ist und steht, er ist schwach, er ist langsam und so und limitierte Kräfte und so weiter und so fort. Also es scheint ein Museum zu sein, von den Transformers, wo Bumblebee von den Menschen schlecht dargestellt wird. Und gleich daneben nämlich sieht man ein Bild mit diesem roten Transformer namens Stinger. Nein, das ist Stinger, weil der verwandelt sich in einen Bugatti. Es ist Stinger und da steht schnell, wendig, kräftig und so weiter und so fort. Also der wird sehr positiv dargestellt. Jetzt habe ich ein bisschen geguckt und Stinger ist ein Decepticon. Jetzt frage ich mich, wieso guckt Bumblebee mit Stinger und könnte es sein, dass Stinger aus irgendeinem Grund von den Decepticons auf die Autobots wechselt, so ein bisschen Jetfire-mäßig. Und wieso, das könnte einfach mal zeigen, wie geht das Mega-Propaganda gegen die Autobots genommen wird, aber wieso Stinger positiv? Es steht nämlich im Hintergrund Prototype und das könnte darauf hinweisen, dass die Menschen Transformers also die bauen. Nachzubauen? Ja, genau das, auf das wollte jemand heraus und das könnte tatsächlich Sinn ergeben, dass Stinger
kein Decepticon ist, und auf das will ich hier raus, sondern einfach eine Erfindung der Menschen. Das, ja, ich weiß, ich finde jetzt, also ich weiß nicht, wie man das in dem Film umsetzen mag, aber es ist tatsächlich eine Story, die man ernst nehmen kann, es könnte stimmen. Menschen wollen doch eigentlich immer modern sein, so, ne? Ja, 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 es könnte man schon... das Neueste rausbringen, sowas alles unter. Mhm. Und alles andere, was älter war, was schon bekannt ist, weil es immer schlecht. Ja, und die Menschen wollen vielleicht wollen sie, weißt du, dieses Machtgefühl, das wir alle haben, dass sie... Waffentechnik nachmachen. Genau das, ja. Daten zu erobern. Mhm. Richtig, also eigentlich ist das gar nicht so dumm, wenn man länger drüber nachdenkt. Ich meine natürlich die technische Möglichkeit, das zu bauen, ja, aber es ist ein Transformers-Film, ich glaube, da dürfen wir jetzt nicht so viel anzweifeln. Warte. Warte mal, das würde Sinn ergeben. Dann jagen die Autobots, um die auseinanderzunehmen und deren Teile zu bekommen. Das kann natürlich auch sein, dass sie es so machen. Aber wie gesagt, das könnte schlimmer kommen. Wie gesagt, das ist halt alles, aber die Story, dass mal Transformers selbst gebaut werden, könnte tatsächlich Sinn ergeben. Aber so mal so viel dazu, weiter mit dem Trailer. Kapierst du es nicht? Wir brauchen euch nicht mehr. Ja, genau, und jetzt, wie man so schön sagt, Beginn des Shit comes down. Ja, wieder mal eine Alien-Invasion. Die einen, und dann tun die Menschen wieder flehen, böse oder sowas, yeah. Und die machen das. Und das, ich muss ehrlich gesagt, ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich muss sagen, das Grundgerüst erinnert mich ein bisschen an Transformers 3, wo sie sie weggeschickt haben und dann sind sie zurückgekommen, ja. Aber ja, okay, ist jetzt... Nur mal so angemerkt, aber... No flame. Aber ich möchte über was anderes eigentlich reden. Über dieses große Schiff, das immer dargestellt wird, wo viele sagen, es ist Lockdowns Schiff, also dieser schwarze Decepticon. Ihr wisst, was ich meine, der mit dem... Der dann, glaube ich, später auch gezeigt wird. Ja, genau. Der mit seiner Kanone auch. Ja, also. Richtig, genau der. Genau. Genau der, ja. Oh, mir geht's nicht so gut. Und da möchte ich euch fragen, es gibt nämlich viele, die sagen, das könnte Unicron sein, und ich muss euch echt fragen, was haltet ihr davon? Ich finde das logisch sogar, ja. Weil Unicron ist, okay, Unicron ist vielleicht nicht so, also von der Größe her würde es nicht so passen. Die Größe wäre nicht passend, das stimmt auf jeden Fall, ja. Weil Unicron ist ja eigentlich verdammt riesig. Ja, das stimmt. Was ich nämlich glaube, also meiner Meinung nach, ich sage jetzt mal, also, ich glaube nicht, dass er wirklich sagt, das ist Unicron, sondern dass er sagt, das ist schon ein Schiff, aber das einfach so Eigenschaften hat, was erinnern soll an Unicron, meine ich jetzt. Ich glaube sogar, dass Unicron in dem ganzen Film nicht vorkommt. Ich meine das jetzt zu behaupten, weil, da können jetzt viele sagen, aber es gibt Galvatron, also der entsteht ja, Megatron von Unicron transformiert, habe ich auch gedacht, aber ich denke mir, wenn die Menschen jetzt Transformers bauen, Was ist, wenn Galvatron gar nicht Megatron ist? Wenn das irgendein Transform ist, der einfach Galvatron heißt. Es würde Sinn ergeben, weil Galvatron, ich muss ganz ehrlich sagen, er würde mich auch in keiner Hinsicht an Megatron erinnern. Und vielleicht soll er das auch gar nicht. Weil das vielleicht nicht ist. Es könnte sein. Normalerweise, Megatron hat ein viel besseres Gesicht als das, was in diesem kleinen Mini-Super Bowl-Trailer war. Ja, ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, dass es so ist. Das kann, muss nicht stimmen. Vielleicht ist es doch Megatron. Und vielleicht ist es auch Unicron. Und wenn es Megatron ist, muss es dann ein extrem beschissenes Gesicht. Ja, ich finde auch generell, also ich glaube einfach, dass Michael Bay hier einfach nur ein bisschen provozieren wieder mal will. So, ja, ich nehme den Namen Galvatron, pack den auf irgendeinen Transformer, damit sich die anderen wieder aufregen. Ich glaube, er provoziert das hier einfach nur wieder mal raus. Um ein bisschen, weil natürlich dann... Mein Film, ich kann machen. Ja, erstens das. Und zweitens will er natürlich damit, natürlich, es ist eine perfekte PR-Werbung, weil es reden alle darüber. Und alle diskutieren darüber, und das ist natürlich das Beste, was der Film haben kann. Aber gut, so viel dazu, und warum ich glaube, dass das theoretisch Unicron sein kann, oder vielleicht nur ein Schiff, das wie Unicron ist, gleich weiter. Aber jetzt mal weiter mit dem Trailer. Ja, da wieder das Schiff. Ah ja, und da möchte ich schnell noch was sagen. Moment. Ja, komm. Shit, das war zu schnell.
Dammit. Ich muss mich übrigens nochmal bedanken für 330 Abonnenten. Ja, thank you guys. Ja. Können wir gleich mal sagen, ja. Nebenbei mal. Random. Danke, danke, danke. Schon seit dem 300 Abo Special. Leute, ich muss euch übrigens auch noch was sagen. Ja. Ich denke mal, wir können den Laptop dann zerstören, wenn ich irgendwann zu dir komme. Ja. In den Sommerferien. Okay. Weil der Laptop scheiße ist, Mann. Der ist ein Windows XP und ziemlich behindert, intakt, läuft nicht mehr, braucht mindestens eine Stunde zum Hochfahren. Ja. Ja genau, wenn wir schon von reden von Aussehen, ich möchte gleich zu dieser Szene kommen. Könnt ihr euch noch an den Super Bowl Trailer erinnern, wo wir gesagt haben, das Gesicht von Optimus sieht nicht gut aus? Ja. Ich muss sagen, ich muss sagen, in dem Trailer sieht es besser aus, auf jeden Fall besser. Also da haben ich habe es auch nochmal verglichen, es hat sich auf jeden Fall verbessert, es hat mehr Details, mir kommt doch vor, diese cybertronischen Zeichen waren vorher nicht da und die Kratzer, also ich glaube, da hat man wirklich da hat man nochmal viel Arbeit reingesteckt, das ist gut, das merkt man auch, Moment. Wenn man ein bisschen vorspult, merkt man das auch. Ja, genau, hier in der Szene, wo sich das Gesicht in die Kanone transformiert, das sieht auch ein bisschen viel besser aus, weil man, glaube ich, die Beleuchtung... Man hat, glaube ich... Ja, ich weiß meine Ausdrucksweise. Ja. Weil man die Beleuchtung wahrscheinlich geändert hat. Und was mir auch aufgefallen ist, die Szene, wo Optimus abgeschossen wird. Im Original Super Bowl fehlt nämlich... sieht man unten nur das Bein und hat immer gefragt, wer ist denn das, der da unten ist. Und in diesem Trailer sieht man aber den Arm und das ist eindeutig Galvatron. Und weil der hat da, diese Kanone hat nämlich auch das Spielzeug von Galvatron, also müsste es Galvatron sein. So. Ja, ja, die Actionfigure hat die gleiche Kanone. Ja, Entschuldigung, ich habe nur gerade Spielzeug in einer anderen Weise. Nee. Okay, ja, das kennen wir schon. Optimus wird abgeschossen. Ja, dann. Ja, genau, und da kommt diese. Und da gibt's diese Szene, wo viele sagen, deswegen könnte es Unicron sein, weil das Schiff zerreißt ja richtig die Häuser und lässt die Boote nach oben steigen, so ein Antigravitationsding, keine Ahnung, was es da hat. Und das ist nämlich etwas, was Unicron kann und wirklich nur Unicron, soweit ich das weiß. Und deswegen tun hier halt viele diskutieren, ob das nicht Unicron sein könnte. Und da bin ich halt der Meinung, es könnte einfach nur ein Schiff sein, das so eine Funktion hat, die einfach an Unicron erinnern soll. Baum. Weil Baum, ja. Ja. Honestly, ja. Would make no sense, but who cares? Naja. Ich bin gespannt nämlich, ob diese Funktion des Schiffes wirklich, ob das Sinn hat oder ob das jetzt einfach nur ist, damit man mehr Zerstörung reinpackt. Aber wie gesagt, da müssen wir drauf warten und schauen. Ja, und hier sieht man auch, dass es jetzt ganz viele Luftkämpfe geben wird. Was ich aber sagen muss, genau, das habe ich vorher vergessen bei der Familienstory. Mir kommt vor, das erste Viertel des Films wird wieder mal nur Menschen sein. Das muss ich jetzt mal, das behaupte ich jetzt mal. Ich schätze mal, die Hälfte des Films insgesamt der Spielzeit wird wieder nur Menschen beinhalten. Ist jetzt mal meine Meinung. Ja, genau das gleiche halte ich auch davon, dass das schön ist, aber... Schön! Aber naja, wir müssen drauf warten. Da haben wir halt wieder unsere Feuerwerksexplosion bei Michael Bay. Explosion. Oh mein... Und jetzt kommt die Szene, wo alles diskutieren wie wahnsinnig in den Foren. Hallo? Ja. Die Szene wurde zweimal abgespielt. Einmal, wo der Grimlock nicht geschrien hat, und einmal, wo er geschrien hat. Makes not that much sense. Okay, zur Szene. Ich habe, als ich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, warum kämpft Optimus gegen Grimlock? Jetzt habe ich mehr drüber nachgedacht, jetzt verstehe ich es tatsächlich, denn ich habe mir vor 3 Tagen den originalen G1-Film nochmal gegeben. Ja, Retro, ist mega geil. Ich find nicht von Transformers ist das so geil, das Retro-Ding. Naja, ist ja
Ja, es stimmt schon, es hat teilweise. Es hat zwar die natürlich storytechnisch ja das Beste aus dem Grund, da von daher auch die Story stammt. Ja, ja. Aber nee, aber was der G1-Film mir geholfen hat, es gibt nämlich nicht im G1-Film, sondern in der originalen G1-Serie eine Szene, wo Grimlock und die ganzen Dinobots neutral sind. Die sind weder Autobots noch Decepticons. Und das würde tatsächlich Sinn in diesem Film geben, dass Optimus versucht, wie soll man das sagen, zu zeigen, wer hier der Babbo ist. Und Grimlock sozusagen zähmen muss. Das könnte Sinn ergeben, weil er kämpft ja nicht wirklich gegen ihn, er schlägt ihn ja nur weg. So sozusagen zu zähmen, würde ich sagen, das könnte Sinn ergeben. Dass Michael Bay tatsächlich hier original bleibt und das so übernimmt. Und ich finde das eigentlich gar nicht schlechte Idee, ehrlich gesagt. Am Anfang hat es komisch ausgesehen, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es gar nicht so schlecht, die Idee. Mal was Neutrales zu haben. Ja. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber... Ich weiß nicht, es wird also Grimlock wird ein bisschen arg Decepticon-mäßig dargestellt. Und ja, das Aussehen ist natürlich, da kann man diskutieren. Wie das... Ach ja, genau, und ich wollte noch über was reden zum Thema Michael Bay über Effektnutzung. Wieso? Grimlock wird weggeschleudert, fällt. Ah ja, diese Wasserfläche. Ja, genau. Ja, genau, und ich frage mich, er berührt wirklich. Man sieht im Bild, er berührt auf keiner Hinsicht dort den Boden. Wie kommt diese Wasserfontäne her? Und sogar im nächsten Shot sieht man sie noch lächerlicher. Er fällt einen Meter, zwei Meter weiter weg. What the fuck? Das sind locker über 5 Meter weiter weg davon. Es ist einfach nur, naja, es ist halt wieder dieser Michael Bay Übereffektnutzer. Und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, das wird weggemacht, diese Fontäne. Man sieht ja, sie arbeiten noch am Film, versuchen die Effekte noch zu verbessern. Und ich würde mich echt freuen, ganz ehrlich, wenn diese Fontäne weg ist, weil irgendwie die kommt einfach so unrealistisch rüber. Die kommt nicht nur unrealistisch rüber, die ist unrealistisch. Ja, logischerweise. Aber was dann auch noch, also das ist das größte Problem, was ich mit der Szene habe. Und das zweitgrößte, was aber meiner Meinung nach, es ist mir egal, wenn es drin ist, ja okay, ist, wieso explodiert das Gras, wieso? Ja, es sieht aus, als würde der Grimlock in 1000 Milliarden Stücke zerfallen, aber... Nee, was mich so stört, er prallt nämlich auf, dreht sich mal und plötzlich kommen die Funken. Weißt du, wenn sie von Anfang an kommen, lasse ich es mir eindrehen, aber nachher rollt er nur noch... Und ja, ein paar Funken, okay, aber das ist einfach nur Overuse. Das ist halt ja, aber wie gesagt, das würde mich nicht so schlimm stören, aber die Wasserfontäne, ja, die ist unnötig. Ja, die muss weg einfach. Aber so viel dazu. Ja, und dann kommen wir natürlich... Und dann sehen wir auch was, wo auch noch dies... Der Trailer hat mich übrigens an dieser Stelle sowas von überhaupt nicht gehypt. Gerade an der Stelle, wo es eigentlich am meisten losgehen sollte, wisst ihr, dann kommt auf einmal so ein... Ja, es stimmt, es war... Es hat sich an, als ob ein Pinguin gerade rum... Ja, Soundtrack ist irgendwie den die verwendet haben, ist auch nicht unbedingt... Ja, genau, weil es kommt nämlich jemand... Es kommt wirklich in jeder Sekunde des Trailers kommt ein vor und versucht Michael Bay alles anders zu machen als bis jetzt. Weil bis jetzt, wenn wir uns an den Transformers 3 Trailer erinnern, der ging ab, da ging die Musik ab und du bist mit ab. Ja, und du bist mit abgegangen und jetzt war es eigentlich so, was ich aber sagen muss, was der Trailer einem, man merkt, der Film ist ernst. Also er ist wirklich nicht so wie der erste und wie der zweite und der dritte, so mit diesen unnötigen Witzen. Kommt mir vor, ich habe keinen einzigen Witz in diesem Trailer gesehen. Meinst du den dritten oder den vierten? Nee, den zweiten, der vierte. Der vierte kommt mir sehr ernst vor. Ah ja, klar. Wenigstens ja, genau. Film mit der Ernst. Das muss man nämlich andeuten. Also da wäre ich wirklich sehr froh, wenn man das wegtun würde, wenn man die jetzt wirklich ignoriert hätte. Unnötigen Humor wegtun würde. Genau. Ja. Ich muss sagen, ab und zu war es ganz witzig. Also wenn man zum Beispiel bei Transformers 3 nach den Credits kam so eine Szene, wo Seymour Simmons mit dieser
Top-Secret-Frau herumgeflirtet hat. Ja, das war witzig zum Schluss, aber... Ja, aber es ist halt nur eine One-Time-Experience. Ja, genau. Es muss nicht überbenutzt werden, Transformers 2. aber ist ja egal. Und dann halt noch ist es, dass der Transformers, dass dieses neue Font ist für den Trailer, für den Titel und dass sich der Titel nicht mehr transformiert am Anfang. Das war halt bis jetzt so... Ich weiß es nicht. Es ist so, wie wir es jetzt im Trailer gesehen haben. Die drehen sich so, die Buchstaben zeigen lassen, sind dann weg. Ich finde, wenn der Film wirklich so dunkel ist, wie er sich darstellt, dann würde es passen, meiner Meinung nach. Dann ist es okay. Sehe ich kein Problem damit und mich stört das jetzt auch wirklich, ehrlich gesagt, nicht. Also, nicht mir ist wichtig, dass der Film gut ist. Da kann von mir aus auch das Font anders sein. Aber okay, machen wir es einfach mal. Jeder sagt jetzt insgesamt, was er von dem Trailer hält. Bitte schön, Dazog. Ja, also wenn der Trailer, wenn der Film wirklich wie der Trailer ist, dann weiß ich echt nicht, ob der schauenswert ist, weil der Trailer war für mich irgendwie wirklich eine One-Time-Experience. Also im ersten Mal, ja, war er gut. Nicht mal das, was Transformers sonst war, sondern er war einfach nur gut. Mhm, nicht okay. Mehr. Okay. Naja, vielleicht kann ja Finn mehr Worte finden. Also, naja, ich würde mal sagen, der Film, der Trailer, er sagt zwar viel über, er sagt ein bisschen was über den Film aus, ich weiß nicht, ob noch so ein weltbewegender, also, wenn ich mir den Trailer so angucke und ich merke, was da so, also, wie wenig mich das hypt, dann frage ich mich echt, ob ich den wirklich überhaupt gucken will und ins Kino gehen würde, um dafür Geld auszugeben, wenn ich ihn mir ja eigentlich auch kostenlos ansehen kann. Ja, es gibt natürlich immer hier die Möglichkeit, ja. Und das Schlimme ist, ich finde den Trailer einfach schlimm vom... Okay. Ja, ich finde den Trailer auch nicht gut, wirklich. Oh. Weil, das heißt, ja. Er ist langweilig. Okay, ja, wie finde ich dich? Ich kann auch auf jeden Fall, was ich mit euch teile, ist auf jeden Fall, die Musik ist nicht... Mir ist klar, Michael Bay will alles umändern, aber die Musik hat mir einfach nicht gefallen. Das am Anfang war okay, ja. Aber das dann, wo die Action war, da hätte was reingehört, also... Das war, naja, also er hat mich auch nicht gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe den ja gleich, sobald ich den sehen konnte, habe ich ihn geguckt und das war halt, naja, er war fertig und du hast gedacht, ja, okay, ja, was jetzt? ja, insgesamt, ich muss sagen, er hat sehr viel Story verraten, das kann man auf jeden Fall sagen, man weiß, was jetzt passiert im Film, ist ganz klar, man weiß jetzt alles, das passiert. Also eigentlich, vielleicht hat es sogar ein bisschen zu viel vom Film verraten, meiner Meinung nach. Aber mal schauen. Ja, habe ich irgendwie auch so. Müssen wir aber warten, je nachdem. Also es ist natürlich noch die Frage, wieso geht er zu Grimlock? Es ist einfach nur, wieso, warum eigentlich und wieso... So viele irgendwie teilweise unnötige Dinge. Ja genau, es sind noch einige Fragen, Gott sei Dank. Sind noch Fragen offen. Sonst, ich würde sagen, der Trailer war ja, er war okay, aber ich habe ihn nicht so gut gefunden, auf jeden Fall. Jo Leute, ich würde sagen, das war unsere Analyse zu diesem Trailer. Mittleres Gefühl, ich werde mir den Film trotzdem noch ansehen, weil es halt einfach so ist. Ja, aber du hattest halt auch in dem Dings irgendwas gesagt, dass der Sinn des Films so schlecht ist, wie du denkst, dass er ist. Ja, klar, wenn der Film wirklich so ist, wie ich ihn mir vorstelle, wenn er mit der zweite ist, ist es vorbei, dann lasse ich es. Dann lasse ich es, aber schauen wir mal, ich glaube, er wird nicht so wie der zweite, allein schon, weil er ein ernsteres Feeling aufbaut. Na gut, Leute, das war's zu dieser Trailer-Analyse, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Trailer-Analyse, bis dahin, ciao. Das Optimus Prime sich irgendwie in einen Rost, in so eine Art... Modus ist, wo er ausgeschalten ist. Keine Ahnung,
Warum er das gemacht hat, ist mir nicht klar, aber der Grund dahinter wird gleich erklärt. Ja, ja, ja.